Der Genfer Automobilsalon ist im Frühjahr der klassische Treffpunkt für die Automobilbranche. Hier werden die Weltpremieren präsentiert, aber auch die kleinen und feinen Veredelungen an vorhandenen Fahrzeugen. Wir haben uns verabredet auf dem Wiesmann-Stand, denn hier gibt es ein paar Neuigkeiten, die wir uns erklären lassen. Anne Kastner, Sie sind Kundenberater und präsentieren den Kunden hier auf dem Wiesmann-Stand die Neuigkeiten. Jetzt sieht man hier in diesem Wiesmann Roadster auf den ersten Blick, das Interieur hat sich verändert, Kohlefaser hat Einzug gehalten in Ihre Fahrzeuge. Welche Vorteile bietet das? Ja, wir bieten unseren Kunden exklusive individuelle Fahrzeuge an und dann war es zeitgemäß natürlich auch irgendwann auf den leichtesten und stabilsten Werkstoff umzusteigen bzw. in Ergänzung im Angebot zu haben. Und hier ist das erste Auto auf dem Genfer Automobilsalon, das mit einigen Kohlefaserbauteilen ausgestattet ist. Beispielsweise haben wir hier sichtbar die Stirnplatte vom Radio, die Schalltafel, Einstiegsleisten, Sitzschalen als Interieurpaket. Und für den Motorraum bieten wir in der Zusatzausstattung Heizungsdeckel, Elektrikdeckel und die weiteren Einstiegsleisten als Option für unseren Kunden an. Jetzt stelle ich mir vor, dass so ein Werkstoff gar nicht einfach zu verarbeiten ist. Wie muss man sich das vorstellen, dass zum Beispiel auch diese Optik so perfekt rüberkommt, wie das jetzt in diesem Fahrzeug zu sehen ist? Ja, wie Sie das bei unseren Fahrzeugen kennen, ist es natürlich jedes Fahrzeug eine Handarbeit. Jedes Fahrzeug wird individuell gefertigt und so ist es auch bei diesen Kohlefaserteilen. Es werden Formen gebaut, in die wirklich 1A die einzelnen Kohlefasermatten eingelegt werden müssen. Das ist also wirklich eine Handarbeit, die von Stirnplatte zu Stirnplatte unterschiedlich sein kann. Die Kunden können wählen zwischen unterschiedlichen Mustern, zwischen unterschiedlichen Mattenlagen. Und das wollen wir in Zukunft gerne noch ausbauen, dass jeder Kunde da die Option hat, weitere Individualisierungsmöglichkeiten in seinem Auto unterzubringen. Jetzt sieht Kohlefaser nicht nur schön aus, sondern das hat auch einen großen Vorteil. Es ist ein Leichtbauwerkstoff. Welchen Gewichtsvorteil erreichen Sie durch diese Applikation? Also das ist jetzt für uns erstmal ein Start. Beispielsweise bei den Sitzschalen in reiner Kohlefaser haben wir pro Sitzschale einen Gewichtsvorteil von 2 Kilo circa. Das mag erstmal sehr wenig klingen, aber es handelt sich auch erstmal nur um die Sitzschalen. Was die weiteren Gewichtsvorteile sind, das muss man im Einzelnen errechnen. Aber in der Summe kommen dann schon vielleicht 5 bis 10 Kilo Gewichtsvorteil pro Auto zusammen. Und das ist bei so einem leichten Fahrzeug, das ohnehin schon leicht ist, eine ganze Menge. Ich denke mal, das wird sehr gut am Markt ankommen. Und wir schauen uns jetzt einmal um, denn es gibt noch eine weitere Neuigkeit auf dem Wiesmann-Stand. Eine neue Lackvariante. So, und das ist jetzt diese neue Lackierung, hier gezeigt am Beispiel des Wiesmann GT. Das ist eine Metallic-Lackierung, die man so auf einem Wiesmann-Fahrzeug noch nicht gesehen hat. Was ist die Besonderheit daran? Ja, die Besonderheit ist, es ist ein Dreischicht-Metallic-Lack. Er heißt Red Rocket, der Name spricht für sich. Ein Rot-Metallic in 3 verschiedenen Schichten aufgetragen und das je nach Lichteinfall changierend von leicht orange bis blutrot wirkt. Wirkt ganz toll auf den runden Formen von unseren Fahrzeugen und den bieten wir unseren Kunden jetzt exklusiv an. Auf diesem Fahrzeug hatte diese Farbe Weltpremiere und jetzt steht er hier in Genf. Vielen Dank, Herr Kastner, für diese Erklärungen. Ich denke mal, wer nicht in Genf dabei sein konnte, hat zumindest durch unseren Beitrag gesehen, was sich alles Neues im Hause Wiesmann tut. Danke fürs Interesse und bis bald. Tschüss. Der Genfer Automobilsalon ist im Frühjahr der klassische Treffpunkt für die Automobilbranche. Hier werden die Weltpremieren präsentiert, aber auch die kleinen und feinen Veredelungen an vorhandenen Fahrzeugen. Wir haben uns verabredet auf dem Wiesmann-Stand, denn hier gibt es ein paar Neuigkeiten, die wir uns erklären lassen. Sehr unprofessionell von mir.
Anne Kastner, Sie sind Kundenberater und präsentieren den Kunden hier auf dem Wiesmann-Stand die Neuigkeiten. Jetzt sieht man hier in diesem Wiesmann Roadster auf den ersten Blick, das Interieur hat sich verändert. Kohlefaser hat Einzug gehalten in Ihre Fahrzeuge. Welche Vorteile bietet das? Ja, wir bieten unseren Kunden exklusive individuelle Fahrzeuge an und dann war es zeitgemäß natürlich auch irgendwann auf den leichtesten und stabilsten Werkstoff umzusteigen bzw. in Ergänzung im Angebot zu haben. Und hier ist das erste Auto auf dem Genfer Automobilsalon, das mit einigen Kohlefaserbauteilen ausgestattet ist. Beispielsweise haben wir hier sichtbar die Stirnplatte vom Radio, die Schalltafel, Einstiegsleisten, Sitzschalen als Interieurpaket. Und für den Motorraum bieten wir in der Zusatzausstattung Heizungsdeckel, Elektrikdeckel und die weiteren Einstiegsleisten als Option für unseren Kunden an. Jetzt stelle ich mir vor, dass so ein Werkstoff gar nicht einfach zu verarbeiten ist. Wie muss man sich das vorstellen, dass zum Beispiel auch diese Optik so perfekt rüberkommt, wie das jetzt in diesem Fahrzeug zu sehen ist? Ja, wie Sie das bei unseren Fahrzeugen kennen, ist es natürlich jedes Fahrzeug eine Handarbeit. Jedes Fahrzeug wird individuell gefertigt und so ist es auch bei diesen Kohlefaserteilen. Es werden Formen gebaut, in die wirklich 1A die einzelnen Kohlefasermatten eingelegt werden müssen. Das ist also wirklich eine Handarbeit, die von Stirnplatte zu Stirnplatte unterschiedlich sein kann. Die Kunden können wählen zwischen unterschiedlichen Mustern, zwischen unterschiedlichen Mattenlagen. Und das wollen wir in Zukunft gerne noch ausbauen, dass jeder Kunde da die Option hat, weitere Individualisierungsmöglichkeiten in seinem Auto unterzubringen. Jetzt sieht Kohlefaser nicht nur schön aus, sondern das hat auch einen großen Vorteil. Es ist ein Leichtbauwerkstoff. Welchen Gewichtsvorteil erreichen Sie durch diese Applikation? Also das ist jetzt für uns erstmal ein Start. Beispielsweise bei den Sitzschalen in reiner Kohlefaser haben wir pro Sitzschale einen Gewichtsvorteil von 2 Kilo circa. Das mag erstmal sehr wenig klingen, aber es handelt sich auch erstmal nur um die Sitzschalen. Was die weiteren Gewichtsvorteile sind, das muss man im Einzelnen errechnen, aber in der Summe kommen dann schon vielleicht 5 bis 10 Kilo Gewichtsvorteil pro Auto zusammen. Und das ist bei so einem leichten Fahrzeug, das ohnehin schon leicht ist, eine ganze Menge. Ich denke mal, das wird sehr gut am Markt ankommen. Und wir schauen uns jetzt einmal um, denn es gibt noch eine weitere Neuigkeit auf dem Wiesmann-Stand, eine neue Lackvariante. So, und das ist jetzt diese neue Lackierung, hier gezeigt am Beispiel des Wiesmann GT. Das ist eine Metallic-Lackierung, die man so auf einem Wiesmann-Fahrzeug noch nicht gesehen hat. Was ist die Besonderheit daran? Ja, die Besonderheit ist, es ist ein Dreischicht-Metallic-Lack. Er heißt Red Rocket, der Name spricht für sich. Ein Rot-Metallic in 3 verschiedenen Schichten aufgetragen und das je nach Lichteinfall changierend von leicht orange bis blutrot wirkt. Wirkt ganz toll auf den runden Formen von unseren Fahrzeugen und den bieten wir unseren Kunden jetzt exklusiv an. Auf diesem Fahrzeug hatte diese Farbe Weltpremiere und jetzt steht er hier in Genf. Vielen Dank, Herr Kastner, für diese Erklärungen. Ich denke mal, wer nicht in Genf dabei sein konnte, hat zumindest durch unseren Beitrag gesehen, was sich alles Neues im Hause Wiesmann tut. Danke fürs Interesse und bis bald. Tschüss.